Ein bisschen Fleisch mit. Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von Icarus. Hallo. So, weiter geht's, Leute. Auf geht's, Attacke. Wir wollen noch mal ein bisschen Silizium farmen, weil wir haben beschlossen, Hefe, Silizium und Holzkohle wollen wir uns so eine Paste basteln. Und, hast du beschlossen? Ich war ja da gar nicht mit involviert. Ja. Sind schon alle sehr begeistert darauf, wie lecker das sich so anhört. Da ist auch so mein Silizium. Aber man muss ja ein bisschen diese Pasten ja auch mal ausprobieren, für was die überhaupt sind, ne? Also lass dich den Mist nochmal vom Koko beißen, vielleicht kriege ich dich geheilt. Kann man die Bohnen eigentlich auf ein Feuer legen? Die Bohnen? Bohnen. Links oben hast du eine Liste, was geht. Ich glaube aber nicht. So eine Liste auch für das Trockengestell da draußen? Ja, gibt es tatsächlich sogar auch dafür. So, jetzt muss ich mal eine Holzkohle holen. Achso, Schilf kann ich mir ja auch gleich holen. Ne? Schilf hatte ich auch hier irgendwo für die andere Paste noch. Können wir doch die auch gleich mitmachen. Warte mal, wo war das Schilf? Nicht am Fluss, ne? Da hinten? Oder da? Warte, ich muss mal gucken. Muss noch mal intensiv suchen gehen, aber erst wenn ich gefuttert habe, ich bin leer. Ich bin leer. Ja, spuckst wieder lauter Einsen hier, wa? Ich spuck Einsen? Ja, da hatte ich schon wieder so ein Piranha gefressen. Achso, Holzkohle, warte. Da wollte ich die herhaben. Ich esse das. Ich esse das und ich esse das. War nicht viele, aber immer gut. Oh, was? 40 Stück könnt ihr davon machen? Nee, ich mache erstmal nur 20, 10 für Männer. Dann nur ein Sturm oder? Es sind nur leichte Winde, ja. Noch nichts Gefährliches. Hilft es eigentlich, wenn ich hinlege? Nee, ne? Nein, den kann man nicht wegschlafen oder so. Stürme sind auch da, nachdem du gepennt hast. Und schlafen kannst du hier auch erst ab 18 Uhr. Zwischen 18 und 7 Uhr kannst du hier schlafen. Ich pack dir hier in die Futtertruhe mal... Warum schnauft die jetzt so schlimm? Antibiotische Paste. Ausdauer. Irgendwas gegen Lebensmittel und leichten Infektionen ist das. Oh. In die Lebensmitteltruhe. Ich weiß aber nicht genau, gegen welche Infektionen. Also das müssen wir ausprobieren. So, kann man das irgendwie teilen? Nee, du hast 10, ich habe 10. Habe ich schon geteilt. Okay, warte mal. Silizium packe ich mal hier hin. Hefe packe ich mal da mit rein. Das kannst du später für Brotbacken gebrauchen. Okay, und jetzt wollte ich noch die Schilfblumen, ne? Schilfblumen und Schwefel. Schilfblumen und Schwefel. Genau. Oh, du liebe Schilfblume, du kommst zu mir allein. Folge jetzt einfach dem Fluss, irgendwo werden die sein. Wie sehen die aus? So lila, so eine lila Blume, die direkt am Wasser aber sitzt. Okay. Was ist denn das da oben hier? Oh Gott. Das ist noch ein Steinhaufen. Schwefel habe ich schon. Mann, ist das ein Wind. Ja, halt dich fest, dass er nicht wegblustet. Woche ging es hier ab wie Schmitz Katze mit lauter Viechern.
Ja, aber der pustet aber hier ordentlich. Was ist das, ein leichter Wind? Das ist ein leichter Wind, ja. So kein leichter Wind. Ja. Da haben die Schafe keine Locken mehr an der Küste. Du. Da ist eine Schilfblume. Oh, eine einzelne. Ja, aber nicht viel. Na, bevor du hier einsam stirbst. Oh, da ist wieder ein Jaguar. Ui. Oder ein Leopard. Nee, es muss ein Leopard sein. Ui. Auf dich hier gibt's Jaguar. Also gut. Den habe ich jetzt aber keine Böcke. Nee, das glaube ich dir aufs Wort. Ich hab kalt, mach mal Türe zu. Genau. Holzkohle und Schwefel. Richtig, da macht man den Schießpulver später draus. Da haben wir heute noch eine Menge Schwefel für. Der Melle eine Schilfblume schenken. Warum? Weiß ich nicht, wird im Chat gesagt. Wo stelle ich die hin? Kann ich die hinstellen? Ja, du könntest sie in ein Beet hinstellen, aber die verrottet ja dann irgendwann. Ist keine Blume für die Ewigkeit. Der Mann hat mir noch nie Blumen geschenkt, weil er weiß, dass ich keinen grünen Daumen habe. Und mir verreckt jede Pflanze. Und es ist auch nicht für die Ewigkeit, also. Nee. Das ist so. Nee. Schenkt mir einen Kinoabend, habe ich mir davon. Ja, es stirbt zu schnell. Sage mal, aber kein Schilf hier? Da bin ich aber jetzt enttäuscht. Da bin ich jetzt aber sehr enttäuscht. Oh. Guck mal, ich könnte jetzt Bodenfackel bauen oder Holzfackel. Eine längere brennende Lichtquelle in der Dunkelheit. Ich glaube. Und das ist die Boden. Ja, die kannst du dann hinstellen auf dem Boden. Freistehende Fackel, die Holzfackel. Die Holzfackel, ja, die brennt etwas länger als deine normale Fackel. So was? Oh, ich habe eine neue Feuerstelle. Guck mal. Die ist doch hübsch, Schatzi. Dürfte ich schon machen. Ja, kannst du machen, natürlich. Eine große mit Stein umgebene Feuerstelle. Ja, die ist auch noch mal ein bisschen sicherer. Aber ich finde trotzdem kein Schilf. Was haben wir denn noch? Was dürfen wir noch? Nichts. Wir dürfen gar nichts. Ja, Topfpflanzen, das überlebt bei uns auch nicht lange. Wir haben 3 Stück. Also eigentlich, also wenn wir Topfpflanzen nehmen, dann nur Pflanzen, die eigentlich keine Fürsorge brauchen. Hör mal. Ja. Ich bin hier mit einem Punkt bei Talente. Hast du da noch auf der linken Seite mit dem Sack da irgendwas? Wo ist ein Sack? Ja, Tasche, Ledertasche. Das ist da. Die weitermachen, oder was? Ja, noch ein bisschen weitermachen, bis wir nachher tatsächlich unten angekommen sind. Denn das ist. Soll ich da noch einmal drücken oder soll ich hier drücken? Nein, das nicht. Das da. Ja. Genau. So, aber trotzdem, ah, da ist doch Schilf, ne? Hier, ich habe Schilf gefunden. Soll ich jetzt? Ach, die Feuerstelle wollte ich machen. War auch nicht gerade viel. Herstellung. Das da. Brauche ich bloß 100 Steine. Das ist gar nichts. Das ist doch nichts. So. Das ist nichts. Okay, dann komm, dann. Bist du gut daheim? Kannst du das. Kann man das Lagerfeuer da wegmachen? Das Lagerfeuer kannst du wegmachen, natürlich. Aber die Feuerstelle ist ein bisschen größer als das Lagerfeuer, ne? Also pass auf. Ja. Kann auch sein, dass ich das in die Mitte setze. Das kann auch sein. Ich werde mich schon bemühen, durchzulaufen. Ja, das glaube ich dir. Ah, Knochenmesser, genau. Ja, schon wesentlich größer, aber
Dann müsste ich die Kiste ja wegnehmen. Noch ein Messer jetzt. Aber die ist ja voll. Die Kiste könnte ich noch wegnehmen. Aufnehmen. Ja, du schaffst das schon. Was? Du schaffst das schon. Du machst schon genau das, was du willst, was du brauchst, was du willst. Da noch was drin? Ja, Karottchen. Kakteen. Ein Schiegelkakteen, natürlich. Kakteen, die brauchen keine Fürsorge. Die pieksen auch so. Ich hasse Kakteen, tut mir leid. So, meine Hirsch. Yes. Feuere 100 Pfeile ab. Aber ich. Nochmal ordentlich Knochen. Knochig, knochig, knochig. Bin so heute knochig. Ja. Wie funktioniert das Ding jetzt? Benötigt Holz Kraft. Reinpacken. Genau. Aktivieren. Oh, hallo. Du siehst mal schick aus. Moment, Komodo, ich hab da. Alter, Knochenmesser ist aber auch scheiße schnell kaputt. Warte, Komodo, Moment, stopp, ich muss kurz reparieren. Und dann geht's weiter. Ja, danke. Gut, danke. Hey, du, der hat auf mich gehört, der ist zurückgegangen. Geil. Ich brauch Sauerstoff. Mein Atme. Ja, ich muss jetzt mal nach Hause kommen. Also. Jetzt Holzkohle rein. Ich müsste auch gleich zu Hause sein. Ah, guck mal, jetzt habe ich was bekommen. Was ist das denn? Ach so, sauerstoffniedrig. Alles klar, Moment. Ja, das wird besser, wenn wir dann unsere Sauerstoffatemgeräte haben. Können wir auch ein bisschen weiterlaufen und so. So, zack. Okay, das war Luft. So, das da rein, das Fleisch da rein und die Holzkohle einmal. Wo ist die Holzkohle hin? Andere Kiste. Andere Kiste, okay. Da. So, dann mache ich uns mal das nächste. Eine antiparasitäre Paste. Mache ich auch mal 20 Stück. Für dich 10, für mich 10. Und Hans Einkamm. Ich pack dir dann in die Essenstruhe wieder so eine 10er-Päckle Paste rein, ne? Aber wie gesagt, ich weiß nicht, bei was die wirkt. Haben wir ein Feuer gesehen? Ja, hab da sogar schon Fleisch draufgepackt. Jetzt erstmal wieder raussortieren. Knochen. Leder. Okay, das da. So, Pfeile brauchtest du ja auch noch. Mal gucken, ich mach mal ein paar Pfeile. So, einmal Stapel teilen. Ich pack mal in deine Essenskiste nochmal 15 Pfeile rein für dich. Okay. Kannst du dann wieder rauskruscheln. Was ist das eigentlich für eine Anzeige da unten? Diese Striche neben dem Wasser. Oh.
Okay, ich hab Das ist, glaube ich, die Lautstärke, wie weit du laufst, glaube ich. Ob du schleichst oder nicht schleichst, müsste das, glaube ich, sein. Oh, ja doch, das müsste die Lautstärke sein, wie laut du bist. Oh, ein bisschen dunkel hier, ne? Ja, Charon sagt auch, das ist die Lautstärke. Okay. Antibiotische Paste und antiparasitäre. Genau, müssen halt erstmal noch herausfinden, für was es dann gut ist. Nee, Quatsch, da. Und wie heißt die Fackel, die man an die Wand klatschen kann? Die ist ab Rang 2. Da gibt es dann eine Wandfackel. Kann man da eigentlich schon gucken, was es da gibt? Ja, kann man. Ja, schauen kannst du nur, das kannst du. 2 Punkte verfügbar habe ich da. Nee. Nein, nein, du hast 2 Punkte allgemein verfügbar. Wo du sie nutzt, das ist dir überlassen. Und ein weiteres. Oh, nochmal Gewitterwolken. Ganz schön viel Okay. Gewitter. Ja, kein Gewitter. Warte mal, dann packe ich das mal hier mit rein. Erstmal den Gewitter ist Schirm. Bebe. Ja. So, da habe ich nochmal Leder. Ne, mache ich da Leder dran. Okay. Ja, die Bodenfackel kannst du so hinstellen und die Wandfackel, die gibt es ab Rang 2. Was? Nochmal, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Die Bodenfackel kannst du so auf dem Boden hinstellen und die Wandfackel ist halt ab Rang 2. Die macht auch gut Licht. Ja, dann brauchen wir doch eine. Brauchen wir zu Hause wenigstens nicht. Ja. Was brauchen wir denn dafür? Schwefel. Geh an die Eisenkiste da, in die Erzkiste. Und dunkel wurde es. Warum? Weil meine Fackel leer ist. Also, gleich kriegst du. Ja. Lasse die Hütte glühen. Nein. Und da musst du ein Holz reinpacken in die Bodenfackel, damit die schön lange fackelt. Ich muss jetzt mal kurz draußen gucken. Noch Stöcke. Bei mir drin 100 Stück. Ah, die Blitze sehen manchmal schon echt geil aus. Nein. Doch, ich mach mal die Tür zu. Also die haben die echt gut hingekriegt, die Blitze. Die sind faszinierend. So, gleich kommen noch mal ordentlich welche. Aber der will ich jetzt auch gerade nicht da reinschlagen, ne? So, für Effekt. Und wie packe ich da jetzt Holz rein? Kraftstoff verwenden, halten. Muss ich da richtiges Holz reinpacken oder reichen Stöcke? Okay, sind halt sehr schnell verbrannt. Oh Gott, da hinten drin. Ja. Ich traue mich nicht raus. Macht Kannst nichts. du Holz mitbringen? Willst du Holz haben? Ja. Ja, warte, ich schmeiß die hin. Da in die Fackel rein. Ich geh da nicht raus, kriegen keine Pferde, 10 Pferde raus. Kannst du deine Fackel mal ausmachen? Ja, naja, guck mal jetzt. Jetzt lege ich da noch eine hin. Genau, und jetzt hole ich noch mal kurz Holz. Das ist in Ordnung, ist. Genau, vor der Haustür. Da. Da. Immer Klappe zu, dann sehe ich mein Übel nicht. Wenn ich dann verbrenne, dann sehe ich es wenigstens nicht. Ja. Warte mal, lass mich den Baum noch fällen hier. Und da brennt's ja auch um. Ich mache alles platt um unser Haus herum, das glaubst du, aber du. Das ist eine Standfackel. Ja, ne? Die hält aber nicht lange durch. Nicht wirklich. Was denn?
Ja, Mario sagt, das ist kein Feuer, das ist eine Standfackel. Gewitter weg. Gewitter ist weg, ja. Ich hab's mir ein bisschen warm und gemütlich gemacht hier bei mir. Genau, da wo es brennt, da bin ich. Ja, gut, bloß, dass hier die richtige Richtung fallen wird. Ja. Ja, furchtbar. Das ist für mich der absolute Horror. Ich habe schon als Kind immer Angst vor Gewitter gehabt und vor dem Feuer. Naja. Aber es ist auch ziemlich unkontrollierbar, wenn die jetzt umplumpsen, oder? Ja, die plumpsen aber nicht um, weil das sind nachher einfach Holzkohlebalken da. Alles Holzkohle, aber... Neben unseren Betten oder vor unseren Betten... Ja? Steht da... Oh, guck mal, das geht bis hierher schon... Ja, ich glaube, das kommt gerade echt sehr nah. Lass uns mal hier ein bisschen abpflücken, ja, das ist eine gute Idee. Das kommt gerade wirklich sehr nah. Schatzilein, ich hab die Panik in mir. Nein, 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 mein Haus, mein Haus, mein Haus, mein Haus. Das kann nicht brennen. Kommt tatsächlich sehr nahe. Noch keine Feuerklatschen hier. Nee, die habe ich nicht geskillt. Boah, Alter, geht weg von meinem Haus. Kannst du auf der anderen Seite auch noch gucken? Da ist schon weg. Alter Verfalter. Nein, 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 nein. Das hat mal gut reingehauen, der Blitz. Wir sind sowas von sicher. Ja. Ich merk's. Gell? Ich wollte ja da alles abführen, aber doch nicht so. Ah, der Feuerlöscher ist ja schon da. Hä? Wo hast du den Feuerlöscher? In meiner Hand. Nein. Aber ich habe gerade gemerkt, wenn ich da die Faser wegmache, wo es brennt, ist auch der Brand weg. So, ich glaube, das haben wir ganz gut gerettet, ne? Das sieht ganz gut aus. Ich mache alles in mein Haus hier weg. Also irgendwann haben wir keine Bäume mehr bei uns. Das ist egal. Kann schon nichts einschlagen. Ja. Und auch das ganze Farmzeug weg. Gegen Funkenflug und so ein Scheiß. Nur mal auf die andere Seite. Ja, nicht schlecht. Ja. Das ist unter Kontrolle. Die Feuerwehrmänner haben es gut erledigt. So, jetzt habe ich aber echt Durst. Oh ja. Wow. Wir haben es echt geschafft. Ja. Wir haben das gelöscht bekommen. Gut, ne? Also, wir haben es gelöscht bekommen, mehr oder weniger. Ja, mit mir bist du sicher. So, erstmal was trinken. Nach der Aktion hat man natürlich auch Hunger. War ganz logisch. Oh. Hast du Holz? Ich habe nur jede Menge Fasern jetzt. Ich habe ein bisschen Holz, ja. Ja, die Limo. Da kannst du da diese Fackel auf. Ach, ich nehme mal einen Fisch, der ist auch lecker. Ja, dann mache ich mal diese Fackel, leg mal rein, aktiviere. Aktiviere Feueralarm. Ich werde also in Zukunft schauen,
Das um uns herum. Nichts mehr wächst. Ja. Okay, holt den Unkrautvernichter. Melle ist unterwegs. Genau, da mache ich nochmal die. Die habe ich aus Versehen beim Brandlöschen mitgenommen. Schön, schön, schön. So, das war's dann auch für die heutige Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.